Was glaubst du, wie lange ich hier gebuddelt habe? Weil ich musste hier aufbuddeln bis dahin. 2 Stunden. 2, 3 Stunden habe ich Na gebuddelt. ja. Und dann war ich war hier und dann habe ich gebuddelt und habe die Muffe mit der Schaufel kaputt gemacht und dann musste ich ein Rohr weitergraben. Das Werkzeug, was du da hast, wie heißt das? Auf Deutsch? Ja. Brecheisen. Nein, das heißt Bayerisch Gasfuß. Nee, das heißt Universalschlüssel, polnische Universalschlüssel. Der passt überall, ne? Ja, ja. Auf Polnisch Dietrich. Genau. Hallöchen am nunmehr 5. Dezember 2020. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sind im letzten Monat angekommen und in den letzten Tagen und Wochen, da gab es jetzt nicht ganz so viele Beiträge, aber wir haben dennoch hier fleißig am Garagenfundament weitergemacht. Man kann es ja auch sehen, es hat halt irgendwie vor ein paar Tagen mal geschneit und seither hat es halt Temperaturen nahe 0 Grad und dementsprechend ist der Schnee auch geblieben. Die sind natürlich jetzt nicht die besten Bedingungen zum Betonieren, aber das hat dennoch ganz gut geklappt. Und wir haben heute dann auch uns an die Abschalung gemacht und jetzt liegt das Fundament eben frei und ist jetzt eben soweit fertig. Jetzt kann das quasi die Garage aufnehmen, beziehungsweise es soll wohl offiziell noch ein bisschen trocknen, der Beton. Auch gerade bei den Temperaturen ist das vielleicht noch nicht ganz durchgetrocknet. Aber ja, die Garage ist ohnehin noch nicht irgendwie in der Anlieferung. Insofern ergibt sich das Ganze von alleine. Aber zumindest sind wir jetzt hier so weit, dass man die tatsächlich hier eben abstellen könnte. Hier jetzt nochmal so ein kurzer Kameraschwenk mit ein paar Eindrücken eben vom Fundament. Das ist eben diese U-Form mit den linken und rechten Streifen, die jeweils 1 Meter, 1,10 Meter tief sind. Und hier dem vorderen Streifen, der in erster Linie nur so dem Abstützen und dem Verhindern so einer Durchbiegung dient. Und der ist eben nur 0,5 Meter tief. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr, wenn das einmal alles zugeschüttet ist. Da sieht man noch hier am Rand. Kann man noch so leicht diese Hohlblocksteine sehen. Die sind eben mit Beton verfüllt. Und ansonsten ist das hier natürlich jetzt noch alles ein bisschen schmutzig. Muss man mal sauber machen bei Gelegenheit vielleicht noch. Aber grundsätzlich begehbar und ja, halt Beton. Die Betonierarbeiten liefen soweit unspektakulär und unproblematisch ab. Aber das lag auch unter anderem daran, dass wir gut vorbereitet waren tatsächlich. Denn es hatten sich im Vorfeld so ein bisschen Probleme abgezeichnet. Und zwar in der Form, dass wir hatten ja den Beton fertig anliefern hier lassen, in so einem Betonmischer, den man ja kennt. Und der hat, so wurde uns auch im Vorfeld eben, hatten wir uns ein bisschen informiert, der hat eben nur so Rutschen dabei und davon nur 3 Stück an der Zahl. Das heißt, die sind glaube ich immer so 1 Meter, 1,20 Meter lang. Das heißt, man kommt dann nur so ungefähr 3 Meter vom Ende des Fahrzeugs eben weit mit dem Beton. Wir haben aber das Problem, hier vorne, das sind schon mal 5 Meter, hier konnte halt reinfahren, der Betonmischer. Aber das Fundament ist 6 Meter lang.
Und da würden wir ansonsten nicht hinkommen. Es gab jetzt auch nicht die Möglichkeit, eine Betonpumpe, also die hätte ordentlich nochmal mehr gekostet, wäre zeitlich auch ein ganz anderer Termin, das hätte alles nicht so geklappt. Insofern haben wir uns darauf eingelassen und haben aber etwas vorbereitet, nämlich eine Art Betonrutsche, die man hier noch sehen kann, die wir eben noch nicht abgebaut haben. Also das ist auch hier so ein bisschen aus Schalungsholz, eben so eine Rutschkonstruktion. Man kann auch noch sehen, hier so ein bisschen, wo der Beton war. Wir haben die natürlich ausgespült im Nachgang, aber die haben wir eben genutzt. Die hat jetzt auch genau die Breite vom Fundament. Die hat sich sehr angeboten, also das hat sehr gut funktioniert. Die haben wir halt in der Mitte ungefähr aufgestellt. Da konnte der Betonmischer seinen Beton eben abladen und das ist dann wirklich schön runtergelaufen bis nach ganz hinten. Das sind etwa 3 Meter lang und dementsprechend war das überhaupt kein Problem, das nach ganz hinten zu befördern. Den Rest haben wir dann halt gerüttelt und ja, dann war halt, insofern war das dann am Ende, hat das gut geklappt, ein wenig spektakulär, aber im Vorfeld war das doch ein bisschen abenteuerlich. Wir hatten auch schon mit dem Gedanken gespielt, das hier irgendwie abzuladen und mit der Schubkarre und Schaufel und so durch die Gegend zu fahren, aber das wäre dann wäre deutlich weniger spaßig geworden. Und auf der zweiten Seite, auch da war das deutlich unspektakulärer. Da konnte man halt über das Nachbargrundstück hier so ein bisschen da drauf fahren und das dann hier eben abladen. Und das hat dann mit den Rutschen links und rechts und auch diesen Streifen hier vorne, das hat wunderbar geklappt. Und so ein paar Zentimeter, Meter, 1,5 Meter kann man tatsächlich mit dem Rüttler den Beton nochmal ganz gut bewegen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, wie gut das dann nochmal verläuft, wenn man da den Beton eben rüttelt. Der war so grundsätzlich auch schon sehr flüssig und dementsprechend hat das am Ende alles gut geklappt. Problematisch waren halt dann die Temperaturen. Also wir hatten dann durchaus so auch Minusgrade. Bis zu minus 5 Grad wurde mir gesagt, wäre das überhaupt kein Problem. Der Beton, der bildet ja auch so durch das Abbinden, durch irgendeine Hydrationswärme, eben durch den chemischen Prozess. Insofern muss man sich zumindest nicht darum fürchten, dass es da Risse oder sowas gibt. Aber der Aushärtevorgang dauert halt einfach entsprechend länger. Und ja, dementsprechend müssen wir hier ohnehin noch ein bisschen warten, bis das tatsächlich dann belastungsfähig ist in dem Sinne. Heute waren dann eben die Abschalungsarbeiten an der Reihe, also das ganze Holz, das hier im Vorfeld mühevoll eben angebracht worden ist, schön ausnivelliert worden ist, damit alles gerade ist, das wurde entfernt. Ein paar Reste liegen noch hier, ein paar hier hinter dem Hügel. Das ist zum Teil gar nicht so einfach gewesen, das hat echt bombastisch gehalten. Wir hatten ja auch gekleckert ein bisschen mit dem Beton, aber zum Teil auch bewusst und gewollt, links und rechts, um dann die Lücken da nochmal zu verfüllen. Und das hat natürlich auch, ist auch so ein bisschen ausgehärtet, das heißt, man musste da schon ordentlich draufhauen und draufpicken, um das ein bisschen zu lösen. Aber letztendlich war das dann innerhalb von 2 Stunden oder so auch erledigt und ja, wie gesagt, Fundament soweit jetzt eben fertig. Ein weiteres Kapitel, das kann man hier jetzt sehen, und zwar orangene Tiefbohrrohre. Zum einen eben so einen relativ dicken Oschi, das ist ein 160er-Leerrohr, ein 160er KG-Rohr eben, das in den Keller, in den Hausanschlussraum führt und als Leerrohr dient. Da denke ich eben Strom und Wasser in die Garage zu führen. Und dann gibt es hier nochmal 2 weitere Rohre, einmal hier rechts durch das Fundament weg und einmal eben so ein bisschen über den Umweg bis nach vorne durch das Fundament geht das hindurch. Und auch das dient jeweils als Leerrohr. Und soll halt Kabel aufnehmen, um hier so ein bisschen Strom dann im Außenbereich im Garten zu verteilen. Das Verlegen der Rohre, das war tatsächlich mit einer Menge Erdarbeiten verbunden. Ich musste halt hier mit Spaten zur Sache und gerade hier bei diesem dicken Rohr, da musste ich das alles nochmal ausgraben, nochmal ein bisschen tiefer legen, damit das hier von der Höhe her ungefähr so herauskommt. Ich bin auch eben, klar, man hätte jetzt hier auch anderes das lösen können, aber ich habe hier versucht, das mit so 30 Grad Bögen zu lösen, um eben die Kurven hier, die Biegeradien möglichst optimal zu halten. Und dementsprechend ist der Aufbau einfach ein bisschen höher und man muss einfach das entsprechend tief dann verbuddeln. Das waren jetzt also so die Tätigkeiten und Arbeiten der letzten Tage. Und wie immer dauert das dann doch länger, als man vielleicht meinen könnte. Und gerade wenn man das eben nur so ein bisschen halbtäglich macht oder am Abend mal immer ein paar Stündchen, dann zieht sich das halt einfach in die Länge. Jetzt gilt es halt noch, das Loch hier zuzubuddeln. Und dann ist das Thema mit den Fundamenten soweit erstmal durch und dann geht es im Innenbereich weiter, doch dazu sicherlich an anderer Stelle mehr. Auch zur Garage werde ich nochmal mehr erzählen, wenn die halt dann aufgestellt wird. Vielleicht muss man dann doch nochmal hier ein paar dieser Bögen irgendwie im Detail anpassen, aber im Wesentlichen sollte das schon passen. Und dementsprechend, wie gesagt, geht es jetzt im Innenbereich weiter und wir sehen uns bei einem der folgenden Videos sicherlich wieder. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao!